Brot, Brötchen. Was ist der Unterschied und was ist dieses Chen? Das hört man überall. Das erkläre ich euch heute. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Macht euch gerne die Untertitel an und ich hoffe, ihr könnt dann alles ein bisschen besser verstehen. Heute geht es um das Chen. Das werdet ihr oft hören oder lesen und ich erkläre euch, was die Deutschen damit eigentlich meinen. Wir meinen damit nämlich, dass etwas klein, süß oder niedlich ist. Ich gebe euch ein paar Beispiele, damit ihr versteht, was wir damit meinen. Wenn zum Beispiel ein Fluss ganz klein und süß ist, dann sagen wir ein Flüsschen. Aus dem U wird ein Ü und dann ein Chen hinten ran. Das machen wir aber nicht immer mit dem Ü zum Beispiel. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Oder der Kuss und das Küsschen. Also ein Kuss und ein Küsschen. Ein ganz kleines Küsschen oder eine Maus. Wenn sie ganz klein und süß ist, dann sagen wir ein Mäuschen. Oder die Katze wird zum Kätzchen. Oder die Nase ist dann ein Näschen. Oder die Tür wird zum Türchen. Oder was nehmen wir noch? Die Ente wird zum Entchen. Oder die Schnecke zum Schneckchen. Das kann man auch mit Namen machen. Zum Beispiel, wenn jemand Paul heißt, dann sagen wir, wenn wir ihn mögen oder ihn süß finden, Paulchen. Oder aus Hans wird Hänschen. Oder aus Max wird das Mäxchen. Um etwas noch auszudrücken, dass wir es süß finden, machen wir auch manchmal ein I an das Ende. Zum Beispiel aus Katze wird Katzi oder aus dem Hasen Hasi oder Mausi aus Maus. Und wir machen auch aus Namen ein I hinten oder mit Namen ein I. Zum Beispiel Hans, Hansi, Tom, Tommy, Paul, Pauli. Oder wir machen hinten ein Lein ran. Damit meinen wir auch, dass wir jemanden mögen oder etwas süß ist. Zum Beispiel aus Schatz machen wir Schatzilein oder Mausilein. Also Maus, Mausi und Mausilein. Das ist ganz, ganz niedlich. Das sagen wir auch zum Beispiel zu unserem Partner, wenn wir verliebt sind. Oder ein kleiner Spiegel ist ein Spieglein. Oder ein Spiegel. Spatzilein, das ist eigentlich der Spatz, aber wir können den auch ganz süß machen als Spatzilein. Oder eine Ente wird Entlein. Also wenn ihr in Deutschland seid und die Deutschen an euren Namen ein Chen, Lein oder I ran machen, dann mögen sie euch wahrscheinlich oder finden euch ganz, ganz sympathisch. Wir geben euch dann oft Spitznamen. Also eine Vereinfachung oder ein Kosenamen mit I, Lein oder Chen am Ende. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das hat euch jetzt sehr geholfen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es war sehr schön mit euch. Abonniert gerne den Kanal. Schreibt in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja in euren Ländern etwas Ähnliches. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüssi, bis bald und auf Wiedersehen.